Hey Leute und willkommen zurück zu Let's Play LS17 auf der Map Silver Susum. Ja, Jürgen ist gerade nicht dabei, deswegen mache ich trotzdem ein bisschen weiter. Ihr habt gesehen, wir haben in der letzten Folge das letzte Maisfeld abgeerntet. Ich bin mit dem Drescher schon vom Feld gefahren, habe schon die letzten Maiskörner verkauft. Das steht genau hier alles auf dem Hof. So, dann wollen wir erstmal kurz ein bisschen aufräumen. Curseplay läuft, der Flug läuft, also die Sachen müssen ja weitergehen. So, das ist der 661er, den können wir mal kurz zur Seite fahren. So, Moment, wir müssen mal. Wir machen das hier mal. Den können wir ja mal schon mal so lassen. Müsste der eigentlich schaffen, gut. Damit könnten wir gleich mal Tiere kaufen fahren. So, zack. Ich können wir schon mal hier abstellen, das ist schon mal schön. So, dich waschen wir mal. Erstmal können wir dich auch schließen. Die Saison ist zu Ende. So. Und aus. So, nehmen wir mal unseren. Na, wir müssen ein bisschen leiser machen, mal unser. Unseren Hochdruck, unser Kercher, unser Hochdruck rein. Hier machen wir den guten Stapler, wollte ich schon sagen. Den guten Mähdrescher mal sauber. Scheint schon sauber zu sein, ja. Kleine Roststellen hat er. So, das reicht. Ja, ist sauber. Ein paar Roststellen hat er. Deswegen war er auch ein guter Gebrauchter. So, nochmal aufs Gerät wechseln. Und wir können ihn hier unterstellen. Genau. So, dann wollen wir mal erstmal das Gebiss stellen wir vorne hin in der Ecke. Da stellen wir so weit ran, wie es geht. So. Dann drehen wir den einmal. Nicht ins Haus fahren. Das war ganz schlecht. Das war ganz schlecht. So, den stellen wir mal. Das mit der. Oh, das ist immer für den Arsch, dass man hinten die Lenkung hat. So. Jetzt rückwärts. Den stellen wir davor. So, parkt er doch schön. Kommen wir noch ein bisschen, falls es regnet. Sehr schön. Du kannst da bleiben. Was machst du? Was macht der denn? Fliegt er gar nicht? Jetzt fliegt er wieder? Okay. Oh, wir lassen ihn einfach mal machen. Der macht das schon. So. Was haben wir hier? Genau. Den Hänger können wir eigentlich auch mal. Wohin schieben? Wo schieben wir den denn hin? Ach ja, der war. Genau. Den fahren wir wieder zu unserer Getreidetrocknung. Da kann er drin stehen bleiben. Den brauchen wir ja gerade nicht. So, komm her. So. Du kannst eigentlich hier rein. Der ist sehr schön reingegangen. Ich weiß auch nicht, ob da noch was drin ist. Ich glaube, da war nichts mehr drin, oder? Nee. Scheint nicht so. So, dich machen wir mal aus. So. Du bist, welcher bist du? Du bist der Kleinere. Müssen wir mal gucken, welcher hat denn. Der müsste eigentlich gehen. So, du könntest eigentlich gleich mal den Gruber nehmen und losgrubern. So, dann fahren wir mal hier rückwärts ran. So. So, ihr lieben Leute. Die Folge müsste eigentlich rauskommen. Warte mal, ich kann ja mal meinen schlauen Zettel nehmen. LS17, genau. Am 20.11. kommt ja LS19 raus. Und die Folge ist auch für den 20. Jetzt ist die Frage, weil ich weiß nicht, ich krieg das Spiel wahrscheinlich zu Weihnachten geschenkt. Deswegen starten wir ein bisschen später wahrscheinlich mit den Let's Plays. Was meint ihr? Sollen wir so lange. Was wollte ich jetzt sagen? Jetzt habe ich mich selber. Wie lange wollen wir dieses Let's Play durchführen? Bis LS19 rauskommt, können wir ja machen. Bis ich dann das Spiel habe, können wir eigentlich dieses Let's Play weiterführen.
Da bin ich eigentlich, das so können wir das machen. Eigentlich steht ich auf irgendwas wollte ich anderes sagen. Mir fällt es jetzt gerade nicht ein. So, Entschuldigung. So, Feld 58. Stellen wir uns mal richtig hin kurz. So. Richtung. Machen wir mal vier Vorgewände. Lassen wir ihn auch mal am ersten Wegpunkt kann er gleich starten. Fahren wir kurz rückwärts. Kann er gleich starten. So, dann haben wir schon wieder das nächste Feld. Er macht hier fleißig, das ist okay. Die Pferde von meiner Tochter. Ihn haben wir sauber gemacht. Das wollte ich eigentlich noch wegbringen. Genau, das machen wir jetzt auch noch. Bevor wir Tiere kaufen fahren, wollte ich nochmal kurz aufräumen den Hof. Ihr wisst, das muss auch erledigt werden. So. Das müssen wir hier irgendwie rauskriegen. Können wir hier ein bisschen in den Busch fahren? Kommen wir da überhaupt da ran? Weiß ich gar nicht. Hä, was ist denn jetzt los? Was ist das denn? Gibt der von alleine? So. Sehr schön, dann können wir den mal gleich neben den Drescher parken. Dann ist der Hof schon mal wieder sauber. So. Hier haben wir unsere... Ah, das liegt aber auch nicht gut drauf, ne? Aber ich glaube, es hält. Ich glaube, es hält. Um die Kurve rum. So. Und... Rückwärtsgang. Vorwärts. Sieht ein bisschen schräg drauf, ne? Deswegen sieht man das ein bisschen blöd. Verstehe gar nicht, was damit los ist. Springt so komisch. Wir müssen das nochmal. Mist. Wir müssen das wahrscheinlich nochmal richtig draufsetzen. Das machen wir nochmal schnell. Dann haben wir das auch. Weil bis wir den wieder brauchen, dauert es ein bisschen. Oh, den haben wir aber auch rangefahren, ne? So, zack. Diese ganzen Gräben hier. Zack. Und so, jetzt haben wir es runter. Probieren wir es nochmal gerade drauf zu legen. G und G und Q. So ist es besser. So ist es, glaube ich, besser. So, dann können wir wieder rückwärts einparken. So. Ich muss ein bisschen gerade hinten machen. So, passt. Sehr schön. Du springst rein. Das bewegt sich trotzdem noch, ne? Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Dann stellen wir dich einfach mal so ab, wo wir dich immer wieder nehmen können. Und zwar hier vorne, vor dem Haus, vor der Schweinemast. Stellen wir dich da ab. Da störst du auch nicht. Jo, ist er ganz dran. Na, mal gucken, was aus dem wird. So. Jetzt, bevor wir heute gar nichts mehr schaffen, jetzt haben wir ein bisschen aufgeräumt. Sehr schön. So, dann nehmen wir mal unseren guten Tracker. So. Ich wollte reingucken. So. Jetzt muss ich selber mal gucken. Zack, die machen wir mal an.
Schaf- und Kuhverkauf. Schweineverkauf. So, wo kaufen wir denn Schweine? Schweinegehege, Schweinegehege. Schafshändler. Tierankauf. Wo kaufen wir Tiere? Was ist hier? Schafshändler. Kuhweide. Wo kaufen wir Tiere? Hühnerstall. Landhandel, was haben wir hier? Besuchen wir den mal. Hier sind Hühner. Wo kaufen wir Schweine? Vielleicht da suchen. Ist aber auch nur ein Bauer. Hier kauft man auch keine Schweine. Kriegen wir kostenlos Kompost, das weiß ich. Wo kaufen wir Tiere? Das bin ich jetzt ein bisschen überfragt. Gucken wir nochmal durch schnell. So, nochmal zurück. Bauer Soja. Das sind die Bauern. Wollankauf, Felder. Schauen wir mal die Felder durch. Dann machen wir die Felder kurz weg. Machen wir nochmal kurz durchklingen. So, wo finden wir Shop? Das wissen wir, wo es ist. Schweinegehege, zeigt er das? Besuchen wir das jetzt mal hier. Kühe und Schafe gibt es hier. Mistverkauf ist da. Silbersumsa Viehhandel. Futtermittelverkauf, Getreideannahme, Tierhandel. Wo war das gerade? Gucken wir noch mal auf der Karte. Das war da oben, ne? Wir fahren da jetzt auch mal hin. Wir fahren da schon mal hin in die Richtung. So. Ich glaube, da haben wir uns auch den schnellsten Trecker ausgesucht, ne? Wollte erst vielleicht unseren LKW nehmen. Dann hätten wir auch gleich unser Schweinefutter holen können, aber egal. Da fahren wir erstmal so. 9, machen wir mal die Karte an. War das jetzt schon hier lang? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Ja, jetzt haben wir uns schon verfahren. Sehr schön. Wir sind gerade losgefahren und haben uns schon verfahren. Oh Mann. So. Das schaffst du, das schaffst du. Danke fürs Warten. Oh, unsere Halle sieht man auch noch im Hintergrund, ne? Unsere Riesenhalle. So, dann werden wir mal. Ich glaube, wir schaffen es in der nächsten Folge, werden wir uns die ersten Schweine zulegen. Jetzt müssen wir hier lang. Und ich hoffe, das ist der richtige Weg. Oder auch wieder irgendeine falsche Straße. Gucken wir mal. Ja, das sieht schon besser aus. Hier müssen wir jetzt einfach nur geradeaus. Und dann kommen wir. Gucken wir mal. Ja, Uhrzeit passt auch noch, bis wir da ankommen. Und dann holen wir mal die ersten Mutterschweine. Ich glaube, 9 Stück kriegen wir rauf. 10 können wir reinpacken. Hat er gesagt, der gute Jürgen. Naja, oh, Sprit wird auch langsam knapp, ne? Müssen wir auch mal uns das Ding leihen für Sprit. So.
weiß auch gar nicht, gibt es irgendwo. Wir fahren da jetzt erstmal hin und gucken mal, was wir dafür Schweine kaufen können. Weil wir brauchen ja Mutterschweine, bin ich der Meinung. So. Aber liebe Leute, ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sind jetzt am Ende dieser Folge wieder angelangt. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge und dann werden wir unsere ersten Schweine hoffentlich kaufen, wenn wir es finden und die richtigen finden. Ich danke euch fürs Zuschauen. Lasst mir Kommentare da, Feedback, auch was ihr zu LS19 sagen könnt, wie ihr es wollt. Oder soll ich es mir früher holen oder wenn es reicht, sagen wir erst zu Weihnachten. Müssen wir mal sehen. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen und tschüss.